Wir von GrobiTV begeistern uns schon seit über 22 Jahren für das Kino und die große Welt der Unterhaltungselektronik. Bei uns arbeiten Kinofans, die dir die aktuelle HiFi und Videotechnik in Cast begeistert präsentieren werden. Und das für jeden Geldbeutel. Falls du auf der Suche nach perfekten Lautsprechern oder HiFi-Elektronik bist und du zudem noch auf Design und Funktion achtest, bist du bei GrobiTV richtig. Das Bild sollte größer sein? Du willst dir das Kino nach Hause holen? Wir zeigen dir eine Auswahl von Heimkinoprojektoren und natürlich erfüllen wir dir auch den Traum von deinem eigenen Heimkino. Kino ist nicht für dein Handy, dein Tablet oder deinen Fernseher gemacht. Besuche uns in Cars oder auf unserem YouTube-Kanal und tauche ein in die Welt der Unterhaltungselektronik. Ja, wir haben die Zeit und die Kompetenz, die ihr woanders vermisst. Wir freuen uns auf euren Besuch. Ja, herzlich willkommen wieder bei GrobiTV, unserem Heimkino-Kanal. Ich habe es ja schon angedeutet auf Facebook, heute Morgen direkt bei Tempo 60 im Stau, nee, Stau war nicht, aber Tempo 60 war es, habe ich ein kurzes Video gemacht, dass ich auf dem Weg zum Tim bin und der gute Tim steht neben mir. Grüß dich, Patrick. So, ich freue mich. Ja, er freut sich wirklich, weil seit 3 Monaten haben wir versucht, einen Termin hinzubekommen. Zwischendurch kam Urlaub, hat nicht alles noch dazwischen, aber jetzt haben wir es geschafft, Urlaub ist vorbei und wir haben direkt den Termin vor dem Urlaub ausgemacht, dass wir uns heute an diesem wunderschönen Tag sehen. Und das haben wir geschafft. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Ja, ja. Und das werden wir auch gleich nochmal das freuen. Da kann er auch zu Recht sich drauf freuen, dass wir A da sind, B, dass er sich freut, uns das zu zeigen, was du dir hier in den letzten 2,5 Jahren erschaffen hast. Stimmt. Das ist doch so, nicht wahr? Erste eigene Wohnung und erstes eigenes Kino. Genau so ist es. Und zwar ein Wohnzimmerkino. Und ich sage nur Stichwort Absorber, Raumakustik, all die Themen sind berücksichtigt worden. Der gute Holger war auch schon da, den schalten wir uns gleich nochmal live über Zoom dazu. Also ich glaube, das werden wieder ein paar spannende Minuten zum Thema Heimkino, Großbildprojektion im eigenen Wohnzimmer. Und das Wohnzimmer soll noch aussehen wie ein Wohnzimmer. Genau. So, das machen wir alles. Lass mal kurz zu Ende sagen, wegen dem Video, was ich da im Auto gedreht habe. Wir haben das auf Facebook online gestellt. Also ihr solltet unbedingt unsere Facebook-Seite bitte abonnieren. Instagram ist auch nicht gerade schlecht, weil nicht überall erscheinen immer die gleichen Inhalte parallel. Das machen wir auch manchmal ein bisschen mit Absicht. Wir wollen euch ja überall mal so ein bisschen hinbekommen und manchmal sind wir eben sehr, sehr spontan, wie das jetzt heute Morgen der Fall war. Du wusstest nämlich gar nicht, aber hast schon die erste Nachricht bekommen vom Yannick, den Korrekt. Wir ja auch schon gezeigt haben. Grüße an Yannick an der Stelle. Was hat er gesagt? So sinngemäß ist der Patrick auf dem Weg zu dir? Sinngemäß hat er gesagt, ja. Ist Patrick gerade auf dem Weg zu dir, hat er mir gerade geschrieben. Grüße an der Stelle an Yannick. Genau, diese Szene kann kombinieren. Tim, Iserlohn, da wussten die alle, das bist du. Wir sind in deiner Wohnung, wie du gesagt hast, die du dir von deinem ersten Gehalt, nee, vom zweiten geleistet hast. Du bist ausgebildeter Fotograf und sogar Meister. Korrekt, genau. Bin Meisterfotograf mittlerweile, habe meine Ausbildung abgeschlossen im Studio, direkt den Meister hinten dran gemacht und habe dann gesagt, jetzt ist der Punkt, du hast gelernt, du bist durch, jetzt kannst du dir eine Wohnung inklusive Kino gönnen, du hast ein bisschen gespart. Ja, das hast du auch. Genau, so ist es. Und das mit dem Fotograf und Meister erwähne ich deshalb, weil du bist natürlich ein extrem visueller Mensch. Also deine Sachen, ich kann ein paar Sachen mal einblenden. Das sind beeindruckend, was du da so gemacht hast. Dankeschön. Seit wann machst du das überhaupt mit Fotografieren? Seit Kindsbein? Bestimmt, seit ich 12 bin, fotografiere ich mit der kleinen Rollei-Knipse. Also gerade mal 6 Jahre her. Nein, nicht ganz. Gefühlt, genau. Gefühlt, ja. Okay, das heißt also, das ist da der Ursprung der ganzen Sache, also Talent, genau. Begeisterung dafür und dann hast du gelernt hier in der Region und bist bei einem großen Fotostudio, kann man so sagen, genau. Mit angestellt. Ne? Genau, bin bei den Tölle Studios. Grüße an der Stelle an die Kollegen und an den Chef. Genau, das ist ein Werbefilm. Ein traumhafter Arbeitsplatz, also es ist wirklich... Genau, und wir haben den Corona-Test heute Morgen gemacht. Wir verstehen jede Sorge eines Chefs, dass wenn wir jetzt irgendwo hier rumfahren, dass die denken, mein Gott, nachher ist mein Mitarbeiter platt. Nee, also hat alles geklappt, der genau Corona-Test ist noch dabei und es ist alles negativ. So soll es sein. Gut, jetzt haben wir genug der Vorgespräche. Pass mal auf, wir gehen mal weiter vor. Wir sind das hier in deinem Flur. Wie groß ist deine Wohnung so? Auf 2 Ebenen, ne? Ist eine schicke Bude. Ist auf 2 Ebenen, gefällt mir gut. Sind, glaube ich, 86 Quadratmeter so um den Dreh. Ja. Das sein? Ich bin ja froh, als ich die Treppe gesehen habe, dass das Kino nicht oben bauen gebaut werden musste. Weil das wäre schon echt ein bisschen anstrengend geworden, weil von außen geht nicht. Und ja, klar, die Treppe genau. Ist eng, ne? Die Treppe ist etwas enger, dafür hat man dann schön Luft. Das Badzimmer ist etwas größer. Das ist dann schon, bin ja ein schlankes Kerlchen, dann komme ich glücklicherweise noch hoch. Ja, ich habe auch noch gerade so, ohne dass ich das Geländer berührt habe, bin ich da hochgekommen. Locker. Pass mal auf, das hier ist normalerweise in jedem normalen Haushalt die Besenkammer.
Korrekt. Würde ich sagen, ne? Oder Vorratsraum oder so, ne? Es ist, normalerweise steht da der Besen und die Naschereien drin. Genau, die Naschereien, genau, die sind da auch normalerweise genau. drin. So, und dann habe ich gesehen, als ich in dein Wohnzimmer reinkam, ich denke, verdammt nochmal, wo hat der denn die Technik? Weil ich vor dem Feld natürlich schon wusste, was du alles so in den letzten 2,5 Jahren dir dann angeschafft hast bei uns. Und ja, da war einiges drauf. Ich denke, wo ist das denn? Und dann haben die hier beim Rausgehen mal eben die Besenkammer aufgemacht und das machen wir jetzt im Vorfeld. Wir gehen später nochmal dazu im Detail rein, aber guck doch mal bitte, mein lieber Jan, mach mal einen Blick da rein. Das ist eigentlich die Besenkammer des Jahres 2022. Würde ich so sagen, ne? Also wenn das nicht bei euch in der Besenkammer steht, habt ihr was falsch gemacht. Nee, man muss auch sagen, wenn ich dann meine Gäste mal frage, wo sich denn jetzt die Technik befindet, wo man mal eine Blu-ray einlegen möchte, sie suchen lange. Sie suchen lange. Lässt du sie auch noch suchen? Ich lasse manchmal, lass sie suchen und dann, bis sie finden, dauert das ein bisschen. Ja, das ist ja, okay, jetzt haben es natürlich alle gesehen, also beim Tim ist in der Besenkammer richtig Musik drin, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau das. So, jetzt machen wir mal einen Dreh haben, denn jetzt bin ich auch schon direkt in deinem Wohnzimmer. Ich glaube, wir drehen mal ganz so rum, dann haben wir nachher die Scheibe die ganze Zeit im Hintergrund. Das machen wir. Das ist dein Wohnzimmer und du weißt, welche Frage ich natürlich sofort stelle, beziehungsweise du hast tatsächlich im Vorfeld, bevor du dich entschieden hast, eine Wohnung zu kaufen, immer wieder mit Dennis wohl Kontakt gehabt von uns, wegen der Thematik, hör mal, ist die Wohnung eigentlich die richtige, wenn ich da ein Heimkino habe? Genau, ich bin halt zu Dennis gefahren und habe ihm die Raummaße gegeben und er sagte, das kriegen wir hin. Und die Wohnung erschien mir sowieso schon traumhaft für mich, sowohl generell als auch für das Kino und habe dann gesagt, die Maße passen. Dennis gefiel das auch gut und dann habe ich gesagt, das machen wir so. Ja, okay. Genau so war es. Okay, das heißt also, die Raummaße, okay, war drin. War es immer klar, dass du ein Kino, ein Großbildprojekt, sag ich mal, nicht in einem separaten Raum realisieren möchtest? War das immer so, dass du möchtest das im Wohnzimmer haben, weil ein klassischen Fernseher fliegt, kommt gar nicht reingeflogen, fliegt direkt raus? Der Plan war mal ursprünglich tatsächlich auch mal separat das zu machen. Mhm. Dann habe ich aber gesagt, du möchtest eigentlich lieber dein Wohnzimmer optisch mit dem Kino kombinieren. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe von Anfang an gesagt, du möchtest im Wohnzimmer das Kino, kein Fernseher, ich habe auch keine Schrankfront, keine klassische Schrankwand. Habe ich gesagt, du möchtest die Leinwand wirklich als Designmittel im Wohnzimmer nutzen. Hast du mit Yannick zu dem Zeitpunkt schon Kontakt gehabt? Hast du schon Videos von Yannick vielleicht zufällig gesehen? Klar, das Video von Yannick, das erste von ihm, das erste. Das kannte ich natürlich schon. Und dann irgendwann, das kam aber erst, nachdem das Kino fertig war, habe ich dann Yannick über Instagram gefunden, überhaupt erst, und habe ihn dann mal angeschrieben gehabt. Und dann haben wir uns so ein bisschen in Kontakt, aber während der Bauphase noch nicht, sondern erst, wo es fertig war schon. Aber ihr kennt euch noch nicht persönlich? Wir kennen uns noch nicht tatsächlich persönlich. Okay, also A2, Ausfahrt, tralala, und dann bist du bei ihm. Genau. Also okay. Wer weiß, ob da noch was kommt. Besuch steht noch aus, hoffe ich. Ja, du wohnst ja sogar ein bisschen näher als wir hier. Ja, das stimmt. Wir sind nämlich im Raum Iserlohn, das dazu. Ja? Also wenn sich jemand berufen fühlt, vielleicht mal einen Kontakt mit dir aufnehmen zu wollen. Gerne, gerne. Würden wir gerne den Kontakt vermitteln. Immer das gerne. Machen wir natürlich auch. Jetzt aber nochmal zu der Ursprungsfrage. Was für eine Größe ist es denn jetzt hier geworden von der Fläche deines Wohnzimmers? 570 auf 460 haben wir hier. 570 in der Tiefe, 460 in der Breite. Korrekt. So, da ist die Küche. Da ist direkt die Küche neben. Da ist also der Weg nicht so weit zum Kühlschrank etc. Das ist der große Vorteil. Ja, und wenn man sich so mal dreht, vielleicht nochmal der Jan nochmal einmal rum, dann sieht man ja hier, dass du hier deine Sessel hast. Und das ist ja schon cool. Du hast ja von Freunden gesprochen. Ja, und Freundinnen wahrscheinlich. Also alles, was dabei ist. Freundin noch nicht dabei, noch? Ja, Freundinnen, sage ich ja, Mehrzahl. Aber, ne? Aber Gäste. Bekannte weibliche Gesellschaft. Ich wollte gerade sagen, ich habe genug Gäste, die gerne mal zum Also männlich, weiblich, divers haben wir auch alles berücksichtigt. Genau, das heißt, zweite Reihe ist da für die dann natürlich auch noch. Und dann haben die sogar eine Theke. Da oder ich wollte gerade sagen, ne? Die können sich direkt das Bierchen zum Feierabend vor den Tisch stellen und dann den Kino starten lassen. Und passiert auch? Haben wir schon gemacht. Aber dein Hauptsitz ist hier? Mein Referenzplatz, genau, der ist eingemessen, der ist auch haupteingemessen. Also ich habe dann jetzt nicht große Kompromisse gemacht für Nebenplätze, weil ich halt auch viel für mich dann mal sitze in der Woche nach Feierabend, sitze ich dann für mich hier. Und wenn Gäste kommen, bisher war noch nie jemand unzufrieden auf dem Platz daneben. Das denke ich mal. So, dank eines nicht in dem Fall schwedischen Möbelhauses bist du dann auf dieses Möbel fündig geworden. Ne? Genau. Schickes Ding. Probe gesessen, für gut befunden. Eingepackt. Ein kleines Gerät, was unten drunter sitzt, was man vielleicht kennt, hat auch noch Platz. Ja, das war auch dabei. Das heißt, komm, greifen wir direkt vor. Da ist also die Möglichkeit, dass der Dinosaurier spürbar wird. Genau. Weil das ist ein I-Beam drunter. Sitzt ein I-Beam. Also der sitzt genau. Da ist er, unter der Sitzfläche. Hier sitzt er drunter. Nebenan merkt man ihn auch noch sehr, sehr gut. Lass mich raten, Kabel nach hinten so rüber verlegt, irgendwie über Kabelleisten, weil nach da sicherlich nicht. Muss genau, ja direkt hier zwischen läuft am Teppich so eine Leiste lang, die man mehr so als Abschlussleiste wahrnimmt. Cool. Läuft einmal rum und dann oben durch die Kanäle bis zum Technikraum rüber.
Okay, wir gehen uns noch mal so ein bisschen um den Raum bewegen. Ich habe auch mit der Matterport-Kamera, Jan hat die Matterport-Kamera dabei. Wir machen noch ein paar Aufnahmen mit der Matterport, dass ihr auch noch mal interaktiv selber noch mal mit einem Link, den ich in dem Text des Videos versehen werde, noch mal selber durch den Raum wandern könnt. Man kann übrigens auch die Abmessung des Raums dann mit mal definieren. Das geht alles digital. Aber wenn wir mal so schauen, das ist mir aufgefallen, als ich reinkam, er hat was mit der Akustik gemacht. Er hat was mit der Akustik gemacht. So, und da ist das Thema Akustik. Also der Kommentar wird jetzt nur bedingt sein, am Motto, ja, da könntest du noch viel mehr machen. Hallo Leute, wir wollen das Ding als Wohnzimmer behalten. Und nicht als Mega-Studio, aber du hast was gemacht und hast es cool gelöst mit dieser kleinen Leiste. Erzähl mal. Genau das. Ich habe im Prinzip, mit Dennis habe ich natürlich damals gesprochen und er sagte, mach die Erstabsorption. Das ist das, was du brauchst, das ist das, was wichtig ist. Also haben wir entsprechend hier und an der Decke die Absorber für die Erstreflexion hingemacht und dann habe ich gesagt, ich will keine graue Wand hier hängen haben, es soll ein bisschen optisch was hermachen. Und dann sitzen hier zwischen diese Winkelprofile aus dem Baumarkt, diese 90-Grad-Profile einfach dazwischen gequetscht, es ist ja weich genug. Und dann hat man so ein schönes Dreiteilermuster, was sich durch Zufall noch dieser Ton genau mit dem Ton der Opticons fängt. Und so hat man dann so ein klassisches Designelement, das nicht sofort als Absorber-Akustikelement aussieht, sondern so ein bisschen optisch fürs Wohnzimmer was hermacht. Finde ich mega. Also das wirkt, ich hoffe, es kommt über die Kamera rüber, es wirkt einfach richtig cool, dass das eben nicht so eine graue Wand ist, sondern du hast das eben wunderschön unterteilt. Du hast es erwähnt, du hast ja hier eine Farbe ausgewählt, die ja nicht so häufig in Videos zu sehen war. Meistens ist es schwarz und weiß. Und jetzt haben wir welche Farbe hier? Walnuss ist das. Das ist Walnuss. Also Walnuss sieht in echt schon ziemlich cool aus. Allerdings muss man fairerweise sagen, du bist generell so ein Typ für Holz, ne? Oder? Ja, ich bin jemand, der sehr, sehr gerne Holz nutzt, Holz verbaut. Es macht mir einfach Spaß, das zu kombinieren. Vor allem, weil die Töne gut zusammenpassen, eigentlich immer. Grau und Holz ist so ein Tipp vom Fotografen, Grau und Holz geht immer. Und jetzt guck mal, hast du auch noch die richtigen, was ist das da? Prähistorischen Pflanzen hast du auch noch genau, da. Das sind die Trockenblumen entsprechend. Passt genau in den Farbton. So ein bisschen, passt alles. So ein bisschen Gülden habe ich ganz gerne dabei. Ja, ist cool. Finde ich cool. Das passt dann genau. Sag mal, wir springen jetzt mal so ein bisschen. Ne? Wir wollen ja hier immer wieder für neue gerne. Und Action überhaupt. Du hast hier eine, wie sag ich mal Stuckleiste. Jetzt hier, eine Stuckleiste. Die hast du da mit Vater, Mutter, deiner ganzen Familie daran genagelt? Das habe ich machen lassen tatsächlich. Da hatte ich, wir kennen Maler, meine Eltern kennen Maler. Mhm. Und da habe ich gesagt, das lässt du machen. Ja. Aber alles andere, und an dieser Stelle geht jetzt ein riesen Dankeschön an meine Eltern und an Wolfgang raus, die wirklich hier so viel Hand angelegt haben, so viele Stunden investiert haben, um das hier möglich zu machen, weil wir halt letzten Endes bis auf den Stuck das alles selber gemacht haben. Wir haben Kabelkanäle gelegt, diese Eckkanäle hier, da läuft ja auch das Kabel entsprechend durch. Ja. Die Fußbodenleisten, das sind ja alles, da läuft ja etliches an Kabeln durch. Das haben wir alles selber gemacht und da sind so viele Stunden zusammengekommen, bis das fertig war. Aber dann kam der befreundete Maler und hat dann die Stuckleiste da dran gesetzt, sodass da hinten so ein Hohlraum wahrscheinlich ist, dass er dann die Kabel da vernünftig da so raufsetzen kann oder dahinter setzen kann. Sitzt unter der Stuckleiste noch ein Kabelkanal, der angeschraubt ist. Da habe ich dann die Kabel durchgeführt. Das kann man gerne in dem Making-of-Bild, was du gerade gesehen hast. Genau, es wird ein paar Bilder geben, die wir jetzt mal eben reinmontieren. Sieht das gut und da habe ich halt gesagt, wenn die sitzen und wenn alles fertig ist und die Technik läuft und jeder Lautsprecher gut mitmacht und alles funktioniert, jedes Kabel richtig steckt, kommt die Stuckleiste drüber. Und das hat dann der Maler zum Schluss noch gemacht. Also wir gehen mal weiter rum. Also ich finde diese Stuckleiste, da sieht man ja nicht so häufig, dass man so, also man kennt eine kleine Leiste oder so, aber du hast ja schon ein mächtiges Teil hier, aber das ist durch diese Rundung, sieht das sehr, sehr elegant aus. Genau. Und der hat das aber auch wirklich perfekt dran gesetzt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass deine Wände alle perfekt gerade waren. Ne? Das ist ja mal eine Herausforderung. Die oder? Wände sind definitiv nicht exakt gerade. Das sieht man sehr, sehr schön, wenn die drangehalten wird, dass da kleine Unebenheiten sitzen. Ja. Aber ich wollte halt wirklich fürs Wohnzimmer kein Kabel sehen. Ich wollte wirklich, dass das schön versteckt ist. Okay. Und habe dann gesagt, Fußbodenleisten, Eckleisten, Stuckleisten, da verschwinden dann die Kabel. Ja, es ist gelungen, um das mal so zu sagen. Also es ist wirklich gelungen, weil er hat hier wirklich 5 Lautsprecher unten und er hat 4 oben, also 9 Lautsprecher, wo natürlich der eine oder andere direkt schon mal mit dem Kopf schüttelt und glaubt, das wird dann danach mein Wohnzimmer aussehen. Es funktioniert. Genau. Ist alles eine Sache der Planung und manchmal eben, ich sag mal, des Aufwandes sicherlich auch, aber das ist alles noch im überschaubaren Rahmen, was den Aufwand angeht. Ja, also es war wirklich für das, was hier jetzt geschaffen ist, war das keine unendliche Zeit, die man aufwenden musste. Das kriegt man echt gut hin. Erklär mir doch mal ein bisschen, was kommen wir drin und so mal weiter, damit der Kameramann hier nicht einfach hier immer nur an der gleichen Stelle steht. Wir gehen noch mal ein bisschen weiter rum hier. Wenn du jetzt noch mal so die Vorgeschichte berücksichtigst, bist du der Freund, mit 12 Jahren hast du angefangen zu fotografieren. Genau. Hast du dann so einen riesen Bildschirm gehabt, um die Bilder direkt zu sehen? Oder wie bist du an das Thema Großbild und Heimkino gekommen? Ich bin im Prinzip durch euren YouTube-Kanal dran gekommen. Echt? Ganz zu Beginn habe ich bei meinen Eltern gesagt, ich würde gerne mal ein bisschen was Optimierungstechnisches probieren und habe den Anti-Mode gesucht. Ach, guck an. Aber dann hattest du aber schon eine Anlage. Den guten klassischen, meine Eltern hatten schon eine Anlage. Die Eltern? Und damit warst du nicht zufrieden mit der Anlage der Eltern? Ich war sehr zufrieden, aber
da ein Subwoofer gab es so die ein oder andere kleine dröhnende Frequenz. Ja. Und das hat man, mein Vater hört auch sehr gerne Musik, meine Mutter hört auch sehr gerne Musik. Ja. Und dann haben wir gesagt, wir probieren es mal, habe euren YouTube-Kanal gefunden und habe gesagt, Dennis scheint da der Ansprechpartner zu sein. Das war eins der allerersten Videos. Das war ganz alt schon. Mit Dennis, da war der auch noch nicht ganz so bunt. Und da genau. Hat er gesagt, okay, da gibt's was wie Antimod und so und dann lass uns mal machen. Und dann genau. Haben wir gesagt, okay, komm Dennis, hier ist eine Kamera, stell die mal davor. Genau, richtig, genau ich blende so. Das mal ein, das ist schon fast ein Klassiker. Das ist schon ein Klassiker. Ja, und dann hast du das dir daraufhin geholt. Genau, und dann hat er gesagt, probier es aus. Mhm. Wenn es dir nicht gefällt, schickst du es uns halt zurück. Mhm. Ich habe es ausprobiert, es gefiel, aber ich war natürlich bei euch gewesen. Oh, das war aber noch in der alten Adresse, zwei dann, Stockwerke. Nee, das war schon die neue. Ach, das war schon die neue? Das war schon die neue, so lange ist es noch gar nicht her. Ja gut, 6 Jahre her jetzt, 7 Jahre hast du noch bei den Eltern gewohnt. Das war schon die neue und da habe ich dann natürlich entsprechend die Studios gesehen und das Kino gesehen und gemerkt, da geht einiges, da geht wirklich einiges. Halt so, wie man es für sich vor allem machen möchte. Man kann es nach... Ist ja von bis eigentlich, hoffe ich mal, was wir dargestellt haben. Genau das. Es gab von wirklich klein und fein bis hin zu High-End ist halt alles da. Mhm. Und was mir halt so gut gefiel bei euch, dass man das Know-how immer kriegt. Ob man einen Lautsprecher kauft oder ein ganzes Kino, du kriegst immer das Know-how. Ja, die können einfach nicht stoppen, ne? Genau. Und das hat mir so viel Spaß gemacht. Und da habe ich dann gesagt, ich überlege mir das. Und habe gesagt, du möchtest aber wenn, dann richtig machen. Mhm. Hab dann meinen Meister in Ruhe gemacht in der Zeit und habe gesagt, wenn du nach dieser Zeit, jetzt schaffst du es eh nicht, immer noch Lust darauf hast, ist es keine Schnapsidee, sondern es ist ein ernsthafter Wunsch. Und so war es dann auch. Schön gespart, schön zurückgelegt und dann bin ich, wo der Meister fertig war, zu euch gefahren und habe gesagt, so jetzt können wir anfangen. Also, liebe Leute, ne, das ist doch mal eine Perspektive, wie das Ganze so peu à peu und siehe da, das ging dann schneller, als du gedacht hast, ist das jetzt zu diesem perfekten Ergebnis gekommen. Genau. Bist du generell auch noch Kinogänger? Hier im Raum Iserlohn haben wir was mit Kinos, wo man sagen kann, geht man gerne rein? Es gibt ein Kino in Iserlohn, da gehe ich auch immer gerne mal hin. Welches das mache ich aber, das ist CineStar, ist das. Ah, ein CineStar haben wir hier. Mittlerweile heißt das Filmpalast. Es war mal ein CineStar, mittlerweile heißt es Filmpalast. Oh, okay. Und da bin ich immer gerne mal, aber halt hauptsächlich, um mit Freunden zusammen einen Film tagesaktuell mal zu sehen. Tagesaktuell zu sehen, hinterher schön essen zu gehen. Mhm. Aber natürlich ist das Heimkino sehr viel in Gebrauch. Und da ist ja auch kein Fernseher hier. Fernseher ist nur oben. Mhm. Ich habe oben noch einen Fernseher, wenn man mal kurz Nachrichten anmachen möchte. Aber alles, was Film und Serie bedeutet, läuft dann natürlich hier unten. Gut, dann machen wir weiter. Komm, wir gehen mal in die Technik rein. Lass uns nochmal in die Richtung nochmal drehen. Machen wir. Also, du hast dich ja dann, nachdem du bei uns gewesen bist, hast du dann dich entschieden für Dali Opticon Lautsprecher. Korrekt. Das ist auch eine Entscheidung, die du nicht bereust. Nein. Gut. Überhaupt nicht. Okay, das kam mal wieder aus der Pistole geschossen hier. Ganz ohne, bestimmt dass die Dänen mit dir vorher telefoniert haben. Nee, dänische Anrufe hatte ich noch nicht. Hast du nicht gehabt, ich habe ihn noch nicht gekriegt. Genau, aber die hast du dir angehört im Vergleich. Und erklär nochmal ganz kurz für dich, was war für dich auslesend? Weil du bist ja bis dato nicht so der Hi-Fi-Informierte und hast dich tausend Sachen gehört. Du bist einfach rein, hast ein paar Sachen gehört und hast dann für dich entschieden, das sind sie. Was war so für dich so einer der Merkmale? Ich habe gesagt, ursprünglich sollten es die Oberon werden. Ja. Und meine Eltern haben die Zensor. Die Vorgänger der Oberon. Ja. Und die gefielen mir immer super gut, klingen schön, spielen schön. Ja. Also habe ich gesagt, Nachfolgeserie Oberon ist heißt es gefällt mir gut. Mhm. Und dann habe ich im Vergleich ein paar durchgehört, natürlich auch die Opticon im Vergleich zu den Oberon. Mhm. Und habe gemerkt, gerade so in den Höhen, in dieser Luftigkeit, die dann so beim Lautsprecher rauskommt, habe ich gemerkt, das ist schon was. Mhm. Habe ich gesagt, mal gucken, wie es ins Budget passt. Mhm. Und dann kam euer Black Weekend. Mhm. Ja. Und dann fiel die Entscheidung nicht mehr ganz so schwer. Genau, das war das berühmte Black Weekend, wo wir ordentlich zugeschlagen hatten, auch speziell bei Dali, und haben das auch, wie es so schön heißt, weitergegeben. Ne? Genau. Dann kam der Sattelschlepper an und dann war wirklich einiges an Dali Opticons in Wohnzimmern und Heimkinos ausgeliefert worden. Korrekt. Die Besonderheit ist eben im Vergleich zu dem Oberon und zu dem Zensor, die deine Eltern haben, dass wir hier diesen Hybrid-Hochtöner haben. Das Bändchen mit dem normalen Hochtöner, das wird das sein, was du jetzt hier meinst, eben von den Höhen her nochmal etwas feiner und auch etwas breiter, denke ich mal, in der Bühne an sich. Sie klingen halt, man lokalisiert den Lautsprecher weniger, gar nicht mehr. Also es ist wirklich, es spielt einfach sehr frei. Selbst wenn du ein Stereo bist, denkst du, manchmal sind die hinteren Lautsprecher nicht auch noch mit an oder so. Ne? Genau das. Ich habe teilweise auch das Gefühl, wenn ich dann da sitze, dass man das Gefühl hat, der Sänger kommt aus dem Center. Mhm. Aber der läuft gar nicht, der ist nicht an. Die Endstufe ist aus. Das kann nicht sein. Also dieses Gefühl ist gut, weil dann ist alles richtig gemacht worden. So soll es ja nachher sein. Also wenn ihr mal in Stereo was hört, dann solltet ihr nicht das Gefühl haben, dass ihr zwei Sänger habt, einer links, einer rechts, sondern wenn es geht, richtige Position des Platzes natürlich gefunden, dass der schon aus der Mitte heraus sauber zu hören ist. Genau das. Beim Film sieht die Sache natürlich anders aus. Da spätestens sollte ein Center wirklich auch vorhanden sein. Also für alle die denken, ah, verdammt nochmal, ich kann ein Center da nicht unterbringen und so. Ja klar, man kann natürlich den Kanal, der auch wirklich als einzelner
einzelner Kanal bei einem Film ja vorhanden ist, Stichwort 5.1, ne, fünf genau. Kanäle, dann kann man natürlich sagen, okay, verteilen wir das auf die beiden, aber es wird immer diffus sein. Es wird auch für Leute, die generell schon so ein bisschen Akustikprobleme haben, vielleicht noch Hall und so, werdet ihr das nie sauber raushören mit dem Center. Das wird anstrengend vom Hören her werden. Richtig. Ne, also du hast hier den Center von der Position her haarscharf unter der Leinwand, ein bisschen angeschrägt, nichts hier dazwischen, passt ja. Kann genau. man machen. Ne? Teppich auf dem Boden, der nimmt noch ein bisschen was weg. Ja, genau. Und dunkler. Unten dunkler. Ja, erhöht nochmal den Kontrast. Haha. Genau. Dann hast du hier ein bisschen was mit Philips Hue gemacht. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen eine Vorbildfunktion. Oder du hast Vorbilder wie Kinos. Die haben ja manchmal auch noch diese tollen genau. Lampen. Genau, ne? Genau das. Ich habe halt gesagt, du möchtest, wenn kein Film läuft, möchtest du halt, dass das Wohnzimmer ein bisschen was hermacht. Mhm. Dass es auch für jemanden, der jetzt nicht der Kinoliebhaber ist, trotzdem noch nach einem schönen Wohnzimmer aussieht. Mhm. Und da war natürlich Beleuchtung das Mittel der Wahl. Mhm. So hat man natürlich, wenn jetzt kein Film läuft, auch ein bisschen was mehr als nur große graue Wand. Sondern ein bisschen noch Licht drauf. Und du kannst das alles über dein Philips Hue-System ein, ausschalten, das geht alles hier. Sind das hier Funksteckdosen, die du noch da hast? Das sind noch Funksteckdosen hinter, die sind für die Subwoofer. Mhm. Weil du die aus hast, wenn die gar nicht benutzt werden. Genau, wenn die gar nicht benutzt werden. Ich bin ein Typ, ich gehe immer sehr gerne auf Nummer sicher, was sowas angeht, schalte ich die aus. Mhm. Aber die gesamte Beleuchtung, die jetzt im Wohnzimmer ist und auch im Flur ist, ist Philips Hue, dass ich wirklich, wenn ich im Sessel sitze, die gesamte untere Ebene in der Wohnung ausschalten, anschalten kann, wie ich möchte. Okay, kapiert. So, jetzt ist mir, natürlich zu erwähnen, es gibt, wo einer ist, es sind am meisten zwei, also das ist jetzt der rechte Opticon 6 hier, steht jetzt hier. Und dann habe ich in den Unterlagen gesehen, verdammt nochmal, er hat Dynacords, das sind unsere Endstufen, die wir normalerweise mit den passiven Subwoofern einsetzen in all unseren Kinos. Genau. Aber er hat auch hier vier SVS und zwar war das 2000er? 2000 Pro, korrekt. 2000 Pro. Wie machen die das denn, habe ich mir dann überlegt. Und deshalb, Frage, kommt, deshalb kommt gleich der Holger nochmal eben dazu, dass der uns das nochmal erläutert, was er damals hier gemacht hat und wie das Ganze läuft. Also du hast zwei Subwoofer vorne und zwei hinten und wohnst in einem Haus, der Eindruck täuscht, wenn das dieser Hang ist. Wir sind nicht im ersten Stock hier, wir sind im dritten sind wir hier. Also genau. Meine Pumpe kann es mir beweisen, als ich hier hochgegangen bin. Und du hast eine Menge Nachbarn um dich herum. Wie war denn das mit den vier Subwoofern? Und den ganzen überhaupt, gab es da irgendwie von den Nachbarn, ey, neuer Mieter, neue Technik und jetzt guckt ihr jeden Abend Filme, sowas als Reaktion oder wie? Ich habe es getestet, nachdem es eingemessen war und alles wirklich fertig war, alles gut war und ich gesagt habe, so ist es jetzt fertig, bin ich zu den Nachbarn, die nebenan wohnen, rübergegangen und habe gesagt, ich drehe jetzt einfach mal... Ich bin der Neue. Ich drehe jetzt einfach mal so lange auf, ja. bis es dann wirklich ja. ankommt. Ja. Dann bin ich mit meinen Eltern zusammen rübergegangen und habe gesagt, wir probieren das jetzt. Ja. Hab aufgedreht, hab gesagt, das ist schon eine gute Lautstärke, damit könnte ich leben. Ja. Aber man hörte nichts. Ja. Und das Spannende war, wo man mehr aufgedreht hat, hat man die Höhen langsam gehört. Ja. Aber durch die vier Subwoofer kommt, wie man es vielleicht nicht meinen würde, weniger Tiefton an als mit einem. Mhm. Weil die Ecke nicht dröhnt. Ja, okay, verstehe. Klassisches Problem, ein Subwoofer, die Ecke dröhnt. Ja. Das kriegen die Nachbarn voll mit. Auf deinem Platz ist es normal laut. Ja, ja. Aber die Ecke dröhnt. Das heißt, die Nachbarn haben 20 Dezibel mehr bei sich an der Wand, kriegen das voll mit. Du an deinem Platz aber nicht. Und dadurch, dass man das halt hinten schön mit dem DBA wegsaugt, kommt da kein Bass an oder fast keiner. Also, ab sofort empfehlen wir für Wohnungen, die mit diversen Nachbarn in einem Haus mehr oder weniger geteilt empfehlen wir mehr Subwoofer. Vier Stück und du hast die Soundpass-Füße nochmal da drunter gepackt. Ne? Sicher ist sicher. Gibt's ein geiles Bild, wo du die schön sortiert hast. Ja, schön ordentlich also aufgereiht. Er hat tolle Bilder gemacht. Ich habe die alle schon eingeblendet. Wirklich cool gemacht. Okay, also das haben wir verstanden. Das heißt also, Nachbarn kriegen eigentlich nicht wirklich mit, wenn du hier Avatar und Co. guckst. Genau. Das heißt also, das ist schon mal sehr wichtig, weil das ist ein Thema, was immer wieder auch bei uns angesprochen wird. Das ist ein Thema, das kommt immer auf. Wie mache ich das? Ihr habt aber auch hier massive Wände. Ne? Haus aus den was ist das, 70er, 90er, 80er? 95, glaube ich. Oh, guck mal, haben sie noch gut gebaut. 95, glaube ich. Ja, genau. Deswegen, ich bin halt, sag ich mal, ich bin ein Typ, ich habe gerne eine angenehme Lautstärke, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und bei dem, was ich höre, habe ich mal gefragt, haben sie gesagt, es kommt leise mal was an, aber es stört uns nicht. Okay, so, ihr merkt, unsere Videos dauern immer ein bisschen länger als bei manch anderen. Dabei, wir machen das ausführlich. Ihr habt vielleicht ein paar Fragen, die ich versuche jetzt gedanklich schon im Vorfeld zu erfassen. Also werde ich versuchen, das jetzt mit dir hier durchzugehen. Jetzt gehen wir mal nach hinten. Jetzt ist hinten, ganz offen gesagt, als ich mir das zum ersten Mal angeschaut habe, als wir heute Morgen hier reinkamen, habe ich gedacht, oh lala. Das ist aber schon eine spannende Herausforderung, wo du die Lautsprecher installiert hast. Du hast den einen da, der andere ist dort. Ich blende ja nochmal die Bilder ein. Ich bin aber da 2 Meter mindestens entfernt von und nicht eingeschrägt. Wie ist das für dich gewesen? Was hat der Holger gesagt? Hat er gesagt, das geht, geht nicht? Oder die können wir weglassen? Holger hat gesagt, winkel sie bitte an. Ja. Das kommt auch noch. Ja, das kommt für jetzt. Für ihn ist die Halterung schon da. Das heißt, du winkelst den wirklich stärker hier rein. Das heißt, ich will ihn ein bisschen anwinkeln. Mhm. Ich sag mal,
Rechts ist das nicht so das große Problem. Mhm. Da geht das noch. Weil wir näher dran sind. Genau, wir okay, sind näher dran. Aber trotzdem, von meinem Bauchgefühl hätte ich auch gesagt, winkel den bitte mal was näher an. Das würde auch jetzt vielleicht demnächst passieren, weil hier ist die Herausforderung, hier ist Pappe teilweise, dass genau. du da eine gute Auflage hast, dass das ganze Ding nicht runterreißt. Ich wollte gerade sagen, der ist jetzt erstmal so geblieben, mhm. einfach aus dem mhm. Grunde, dass ich das Sorge hatte, dass die ganze Wand ausbricht. Mhm. Wird sich aber lösen lassen. Nichtsdestotrotz, sagst du, wenn ich da drin sitze, habe ich schon eine gute Umhüllung. Ja, also ich sag mal, wenn man dann klassisch die Szenen hat, wie jetzt zum Beispiel bei Oblivion, wo dann der Wind um einen rumhuscht, ist es kein Problem, sich mittendrin zu fühlen. Das kommt definitiv rüber. Das ist gut zu hören. Allerdings, wenn du jetzt das Ding natürlich jetzt hier wirklich machst, dass du was änderst von der Aufteilung, also von der Ausrichtung her, wirst du wahrscheinlich nochmal eine neue Einmessung machen müssen. Hm? Vielleicht, stimmt. Wahrscheinlich, ne? Das, wenn man den das Humic 1 liegt im Schrank, das sollte kein Problem sein. Ah, er hat ein Humic 1. Das könnt ihr im Übrigen gewinnen, wenn wir den Live-Chat Teil 2 machen, wobei ich nicht weiß, ob das Video vorher oder nachher gezeigt wird. Aber gucken mal. Jetzt kommen wir zum Thema 3D-Sound. Genau. Das dürfte ja dann für dich auch wahrscheinlich nur vom Hörensagen bekannt gewesen sein, als du bei uns warst. Wenn überhaupt. Atmos war mal irgendwo im Kopf im Begriff, mhm. aber viel mehr auch noch nicht. Mhm. Und dann warst du bei uns und hast es gehört und? Dann war ich bei euch und auch durch die Videos kam dann natürlich der Begriff AO 3D mhm. ein paar Mal vor. Mhm. Und dann habe ich gesagt, das möchtest du gerne mal hören mhm. und gerne mal erleben. Mhm. Und als das dann rauskam, auch nicht nur für 3D-Sound, was Atmos, DTS mhm. und AO in richtigen Spuren angeht, auch fürs Upmixing, mhm. war ich beeindruckt, was da geht. Und es gibt halt nur mal genug Filme, die in 5.1 sind, 7.1 sind, mhm. nicht in 3D-Sound. Mhm. Mhm. Und dann habe ich gesagt, AO 3D ist das Mittel der Wahl, mhm. zumal du dann nicht in die Decke musst, sondern halt das über den Lautsprecher mhm. platzieren kannst. Mhm. Mhm. Und das war dann genau der Weg, den ich gehen wollte. Also auf dem Rückweg hast du schon überlegt, wie du die Kabel verlegst? Auf dem Rückweg kam schon die Überlegung, wie ziehe ich denn wohl am besten die Kabel? Aber ich sag mal, dadurch, dass es eh an die Decke musste, aufgrund des Technikraums, weil mhm. ich halt oben durch musste, mhm. Mhm. war ich eh schon oben. Das heißt, es war dann einfacher als gedacht zu lösen, weil ich eh schon in der Decke war. Stimmt, der Technikraum, die Besenkammer, da gehst du mit den Kabeln oben rein. Genau. Da hast du dann, das sehen wir dann gleich im Detail. Das Problem ist nämlich, da sind die zwei Türen drüben. Ja, da kannst du nur oben drüber alles führen. Und da kann ich es nur oben rumführen, ja. weil ich halt nicht zwischen die Türen durchkomme. Ja. Deswegen musste ich nach oben und musste halt von oben sämtliche Lautsprecher dann halt nach unten hin speisen. Deswegen auch die ganzen Eckkanäle natürlich. Perfekt. Aber da es alles rund ist, fällt es optisch sehr wenig ins Gewicht. Ja, okay. Das sind Rollladen, die du hast, die nicht über eine Schiene laufen, sondern die werden einfach so gerade runtergelegt. Nutzt du die überhaupt oder lässt du direkt die große Rolllade, die draußen ist, runterfahren? Ich fahre immer direkt das Ganze runter, mhm. weil dann halt wirklich klar, auch mit denen kriegt man das, gerade wenn es im Winter schon ein bisschen dunkel ist, reicht das? Das reicht, also genau. gut. Aber mhm. wenn die Sonne hier drauf mhm. ballert im Sommer, noch kommt an den Seiten zu viel durch. Kommt an den Seiten einfach was durch mhm. und bevor ich mir dann groß Führungsschienen dran baue, mache ich das Rollo einfach so runter. Genau. Also das wäre auch ganz klar eine Empfehlung von uns. Jemand, der keine Rolllade draußen hat und sondern über solche Abschottungen nachdenkt, dass ihr auf jeden Fall darauf achtet, dass ihr hier eine Führungsschiene habt, dann läuft das hier parallel durch. Genau. Und dann habt ihr hier wirklich keine Lichtschlitze, auch nichts unten, was an Licht rauskommt. Und dann bleibt ihr auch wirklich bei vollstem Sonnenschein, könnt ihr dann hier ohne Probleme schon tagsüber Filme gucken. Korrekt, man sieht es halt, es kommt ja. halt ein bisschen was zwischendurch. Ja. Genau. Deswegen. So ist das. Und du hast jetzt noch nicht mal so eine direkte Sonneneinstrahlung, ne? Durch den Hang durch den hier Hang wahrscheinlich ist das, relativ, nicht, ne? ist das relativ wenig. Mhm. Stellen wir das mal eben wieder zurück. Sehr cool. An die richtige Stelle. Oh ja. Ich bitte drum. Perfekt. Ich bin ein optischer Mensch. Das ja. Alles gut. So, jetzt wandern wir langsam wieder zu optischer Mensch. Übrigens, das sind Bilder, die hat er gemacht. Ne? Also mega cool. Und du hast mir gesagt, also klar, wenn jemand Interesse hat und sowas vielleicht als Deko für seine Räume haben möchte, dann kann er sich mit dir in Verbindung setzen und dann würdest du das eine oder andere Motiv auch gerne anbieten. Natürlich, wenn jemand jetzt sagt, das gefällt mir unglaublich gut, bitte gerne. Kannst du mal. Kein Problem. Allerdings ist, das ist nochmal ein Detail, lass uns mal eben rübergehen. Ich komme auf die andere Seite. Ja, komm du mal auf die andere Seite, dann geht der Jan mal in die Mitte. Das ist mehr als nur das Bild. Du hast auch hier wiederum akustische Maßnahmen damit durchgeführt. Korrekt. Nicht wahr? Wo Holger hier war, hat er gesagt, das Letzte, was du noch machen könntest, ist hinten Absorber zu setzen. Ja. Und klar, das ist jetzt nicht die volle Fläche absorbiert, aber ich habe gesagt, hier sollen sowieso Bilder hin. Ja. So oder so möchtest du gerne an der großen Wand ein Bild haben. Ja. Warum nicht direkt als Akustikbild? Ja. Und dann habe ich unseren Kulissenbauer aus dem Studio, der liebe Joachim, gefragt, ob er mir da was machen könnte. Und dann hat er gesagt, was muss rein? Habe ich ihm dann natürlich entsprechend gesagt, hinter das Bild kommt der Absorber, wie sie auch da vorne in der rohen Form hängen. Dann habe ich online mir auf diesen Stoff die Bilder drucken lassen. Und dann habe ich ihm gesagt, du müsstest mir halt einen Holzrahmen bauen und das drumherum spannen, das Bild. Das war nicht ganz ohne. Das ist nämlich nicht einfach, das Spannen. Das ist ja, du hast schnell Falten und du hast nicht alles da. Falten, ne? Und wenn man zu sehr zieht, dann wäre da jetzt hier so eine kleine Wulst drin. Ja, und dann hast du auch die Proportionen nicht genau, mehr. Genau, es ist nicht ohne. Und da hat er wirklich ein Herzblut reingesteckt, ohne Ende, und hat das perfekt gelöst. Und so habe ich natürlich Akustikbilder zum enormst guten Preis gekriegt. Ja, und dann mit deinen Lieblingsmotiven. Und mit meinem eigenen Bild. Dann natürlich dementsprechend, weil das ganze Kino hat ja diesen
Gallery Cinema Namen? Genau das. Er schwitzt die ganze Zeit, er schwitzt in der Jacke. Wir haben jetzt nicht 40, wir haben noch 36 Grad, aber... zum Glück kühlt es sich ein bisschen runter. Ja, ja. Aber dementsprechend habe ich halt gesagt, du möchtest schon sowohl hier als auch im Flur gerne so als Vorraum Bilder haben. Und so verbindet man das Ganze dann. Weil das waren halt so die zwei Wünsche. Bilder aufhängen können, Kino machen können und hat sofort geklappt. Weil so ein Flur ist natürlich von der Länge ideal gewesen. Der Raum hier auch. Und direkt sofort geführt. Gut, Akustikmaßnahmen geklärt, untere Lautsprecher, Dolby Atmos, Auro, alles Wiedergabe. Jetzt müssen wir nochmal springen, das ist heute ein Sprungvideo hier. Wir springen nämlich jetzt nochmal eben zu den oberen Lautsprechern. Das machen wir. Weil du hast natürlich dann überlegt und dann ist nun mal der Klassiker und das dürfte mittlerweile der meistverkaufteste Lautsprecher bei uns schon seit langem sein. Du hast dich dann auch für die Dali Fasson Satt entschieden. Lautsprecher, die du in Weiß hier gewählt hast. Das passt sehr perfekt hier mit deinem leicht gräulich angemalten Rückwand hier. Genau. Dann auch das leicht silberfarbene Cover. Das ist übrigens jetzt ein bisschen geändert. Worden. Das nennt sich jetzt, glaube ich, Oak White oder so. Das ist jetzt ein bisschen weißer geworden. Das ist die einzige Modifizierung, die die haben. Und am Ende des Tages hast du die also zwei vorne, zwei hinten, durch den Winkel, den da möglich ist, mit diesem entsprechenden kleinen Kugelkopfgelenk ausgerichtet. Und somit hast du deine Umhüllung. Also wir halten fest, einen ziemlich geilen Klang hier mit fünf Lautsprechern unten, vier oben. Mehr könnte man immer machen, aber das reicht eigentlich schon, um schon mittendrin zu sein. Also so als Beispiel die Szene aus Jurassic World im zweiten Teil, man kennt das vielleicht, wo der Große dann über das Dach von dem kleinen Mädchen läuft. Das sitzt genau in der Mitte. Neues Beispiel. Also wenn ich hier in der Mitte sitze, ich habe auf meinem Platz gesessen, ich hatte nicht das Gefühl, dass das von vorn oder hinten gleichzeitig ist. Es war wirklich, ich habe erst gedacht, ob irgendwas oben passiert ist, aber Stahlbeton kann nicht knatschen. Ist der in Dolby Atmos, in DTS-X? DTSX ist das DTSX, ne? DTSX, DTSX sagen, ist Jurassic das. Park war doch schon immer so mit DTS, ne? Genau. Also das ist mal ein gutes Beispiel für ein DTSX-Beispiel. Die muss man ja schon langsam suchen, ne? Ja, die muss man schon, ist ein bisschen weniger, das muss man schon sagen. Aber cool, mit einem Gerät, wie gesagt, wir haben ja einen Verstärker, das ist in Denon 4500. Korrekt. So, das heißt, du hast einen Verstärker, ein Layout und alle Formate lässt du laufen. Alles drin, jeder Film, jedes Format, was ich möchte, kann man ja beliebig hin und her switchen. Genau das, was der Wunsch wollte. Also für alle Neueinsteiger, über das, was reden wir denn da die ganze Zeit? Auro, DTS und so. Bei uns gibt es noch ein paar mehr Videos, auch teilweise über Kopfhörer, schon mal schon ein bisschen was reinzuhören, wie die ganze Klangcharakteristik der ganzen Sache sein kann. Und glaubt mir, da ist mehr drin, als was ihr aus euren 2-3 Watt Lautsprechern jetzt mal provozierend gesagt im Extremfall hört. Doch, das merkt man schon. Genau, so ist es. So, also das sind wir mal durch. Das heißt, hier vorne sind nur die Chipstüten, Schokolade und Co., weil ich dachte ja beim Reinkommen, da hat er die Technik drunter. Genau, man meint, die Technik wäre hier drunter, aber es ist letzten Endes nur so ein bisschen Lagerraum für ein paar Gläser, die man nicht so oft nutzt, ein paar Kabel, okay. Das Messmikrofon liegt da drin. Okay. Halt nur so ein bisschen Stauraum letzten Endes. Okay. Und da oben hattest du vorhin ja erwähnt, ich habe auch schon ein Bild eingeblendet, hier ist auch nochmal eine Variante von Absorbern, die du da reingesetzt hast. Genau, das sind im Prinzip die gleichen wie die an der Wand hängen. Und damals habe ich halt gesagt, du möchtest gerne an der Decke für die Reflexion das auch ausschalten, dass du halt wirklich sofort von vornherein eine recht gute Akustik, soweit das möglich ist, hast. Und schon saßen sie da und die kamen auch direkt dran, sie sind einfach nur geklebt. Okay, dann würde ich sagen, jetzt machen wir mal einen Schnitt, Cut, wie auch immer. Holen mal kurz das Mundwerk, als aber auch die Arme von unserem Kameramann. Machen wir. Und dann gehen wir mal in den visuellen Bereich. Welcher Beamer ist hier im Einsatz? Ich glaube, ihr habt den eventuell schon sehen können. Und natürlich, warum ist das eine Leinwand, die eine Rahmenleinwand ist und die sieht irgendwie anders aus wie eine weiße Leinwand? Genau so. Das erläutern wir dann mal in der nächsten Szene. Der gute Tim hat uns hier schon mal zwei Filme rausgesucht, weil wir euch jetzt einfach mal in der nächsten Szene mal die Kombination von Beamer mit einer Leinwand, die eben mehr ist als nur eine weiße Leinwand, nämlich eine graue in dem Fall. Na, was kann mehr sein als eine weiße Leinwand? Ja, eine andere Leinwand in Form einer anderen Farbe. Die Größe und so weiter, das ist schon mittlerweile bei... Was 120 Zoll sind das, als 265. Ne? Genau. Thema Visualisierung. Du hast es gesagt, du bist ja ein voll visueller Mensch. Wie war das denn dann bei den Beamern, als du dir das dann angeschaut hast bei uns mit den verschiedenen Geräten, die es da so gab? Was war nachher der Grund, dass es eher geworden ist? Wir haben überlegt, ich habe mit Dennis natürlich viel verglichen, hin und her überlegt. Und in der Endauswahl stand dann der Sony. Ich weiß nicht, ob das war der VW 430, war es 430? Nee, 590 gab es, genau. Genau, der war es gewesen. Und dann haben wir dann verglichen mit N5 und haben dann natürlich SDR, HDR, 4K, Full HD alles durchgespielt. Und spätestens bei HDR war dann klar, wenn das irgendwie klappt, wird es der N5.
Und das habe ich dann auch genommen. Und das war bei HDR deshalb wegen der Frame-Adapt-Funktion, die du dann wirklich genau als Unterscheidung je nach Filmsequenz und je nachdem, was du da hast. Man sieht es nicht in allen Bildern sofort direkt als Unterschied, nein, aber es gibt jedem diverseste Sachen, wo man das sehen kann. Ne? Genau, und ich finde auch einfach, dass es unglaublich angenehm ist, weil wirklich halt Projektion ist ja immer noch mal ein besonderes Thema für HDR, ohne Frage. Und man merkt halt wirklich nicht, dass der arbeitet. Weil er muss ja letztendlich, muss er jedes einzelne Bild analysieren, umrechnen, mittlerweile ja auch auf die Leinwandgröße angepasst, das kann er ja auch mittlerweile. Das war noch eine erweiterte Funktion, du kannst ihm die Bildbreite, die du da nutzt, noch einmal eingeben, dann weiß er, wie hell er insgesamt dann überhaupt dann sein kann. Genau, und das merkt man nicht. Man merkt nicht, dass der irgendwie währenddessen mal so ein leichtes Pumpen, sagt man ja gerne, macht, oder mal dunkler, mal heller wird. Es ist wirklich, als würde keine Automatik mitlaufen, man spürt da nichts. Und das war natürlich dann eine Kaufentscheidung, die mich sofort getroffen hat, mich gesagt habe, das nimmst du, weil das hat mich beeindruckt, dass das so gut funktioniert. Das ist schön, dass das geklappt hat, weil also der N5 ist natürlich schon ein beeindruckendes Gerät. Wir sind ja weiterhin traurig, dass wir ihn nicht mehr haben, aber glücklich, dass wir jetzt einen NP5 haben. Wobei der Unterschied ist jetzt nicht so gewaltig. Das sind Kleinigkeiten im Gesamten, die er besser macht. Noch ein Tick mehr Helligkeit, ein Tick mehr Schärfe, ein Tick mehr, was haben wir sonst noch? Ja, HDMI 2.1, was aber nur jemand im Moment wirklich braucht, der da zocken will. Das ist dann auch so ein Thema. Ist Zocken ein Thema hier? Ein bisschen. Also es hängt eine PS4 Pro dran, aber es ist weniger geworden, weil ich dann letzten Endes sage, wenn ich mich dann abends hinsetze und man schon ein bisschen müde geworden ist, willst nicht arbeiten, lasse ich lieber einen Film laufen und muss nicht selber noch arbeiten. Aber zwischendurch läuft auch mal ein Spiel über die PS4, ja. Okay, also der eine oder andere hat eine mega tolle und teure Lampe über seinem Esstisch. Du hast genau zentral über den Esstisch diesen Projektor installiert. Das kann auch nicht jeder von sich behaupten. Genau nicht, das. Ich habe halt gesagt, ich möchte das irgendwie optisch so ein bisschen zusammenbringen. Also genau mittig zwischen den beiden Lampen. Und habe gesagt, du packst jetzt die Lampen dahin, die über den Esstisch sollen, und das genau drüber. Wenn man am Esstisch sitzt, nimmt man den Projektor nicht wahr, weil er zu hoch ist. Man sieht ihn nicht da? Man sieht ihn nicht. Der ist gut, die Logik ist gut. Die Logik ist gut, okay. Und hat dann letzten Endes gesagt, das ist die optimale Position, weil direkt über dem Sitz war zu nah. War zu nah, hätte sie die Bildgröße nicht hinbekommen. Okay. Und dann habe ich gesagt, er sitzt da. Da sitzt er gut, da fällt er nicht auf. Ja, und jetzt haben wir Folgendes. Jetzt haben wir hier normale Beleuchtung. Jetzt haben wir hier eine Menge Bild. Und heißt also jetzt hier ein super dunkles Bild. Also grundsätzlich erstmal, bei dieser Helligkeit würde ich den Film sicherlich nicht gucken. Also man wird natürlich ein bisschen optimieren. Aber du hast eben helle Wände, das alles hast du. Und dann hast du dir mal diese Thematik der Hochkontrastleinwände angeschaut. Genau. Und ich nehme jetzt nochmal dieses weiße Blatt Papier. Und ihr werdet es sehen, mit einem weißen Blatt Papier kann man weitestgehend eine weiße Leinwand ziemlich perfekt nochmal simulieren. Genau. Wenn ich also jetzt hier diese weiße Leinwand habe, dann ist natürlich hier kaum noch was an Schwarz zu sehen. Da sehe ich erstmal eine weiße Wand mit irgendwas Dunklem drauf, aber das ist natürlich schon mal ein gewaltiger Unterschied. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich jetzt hier mit dieser mit dieser Leuchte und auch mit dem Ganzen hier jetzt diesen Film hier gucken würde. Nein. Ich würde natürlich jetzt was abdunkeln. Genau. Da bitte ich mal drum, den Herrn Lichtmeister mal die richtigen Tasten zu drücken. Machen du hast den Logitech, einer der letzten. Eine der letzten, Gott sei Dank, Logitechs bekommen. Ja, dann mach mal. So, jetzt sieht die Sache schon mal ganz anders aus. Das heißt, jetzt hat er schon mal alle Lampen hier vorne aus und jetzt sehen wir hier, es bleibt aber immer noch der gewaltige Unterschied zwischen meiner entsprechenden weißen Leinwand und dieser Hochkontrastleinwand. Ich habe ja noch eine zweite Kamera aufgestellt, da sieht man es vielleicht auch noch mal ziemlich gut. Und wir gehen jetzt mal einfach mal los, dass wir mal die Gute jetzt auf den Strand laufen lassen, um mal zu gucken, was da so passiert. Okay, drück da mal die Taste Play. Machen wir einfach mal. Genau, das heißt also, obwohl wir die Seitenleuchten alles noch da haben, kann man aber bereits schon ein ziemlich cooles, kontrastreiches Bild sehen. Wie gesagt, so sieht der Spaß sonst alternativ aus. Das ist jetzt eine Dark Vision, ist das hier. Genau, die ist ja schon, ich sag mal salopp, schon ziemlich dunkel. Wir haben ja noch eine Day Vision, korrekt, die war damals noch nicht verfügbar. Das ist eine Dark Vision, aber du bist da schon ziemlich glücklich mit der ganzen Ausführung, ja, nicht wahr? Ja, enorm. Der Schwarzwert ist schon beeindruckend, wenn man das dann wirklich bei klassischem Filmmaterial und HDR-Material betrachtet, das ist wirklich sehr, sehr schön. Wenn wir jetzt weitergehen, wir gehen mal weiter, komm her, ich mach das jetzt mal. Hier ist ja so ein Riemen, das kenne ich ja auch noch. Das heißt, jetzt fahren wir also jetzt mal hier runter mit dem Licht. Machen wir mal so halbdunkel. Da vorne ist ja die Leinwand. Jetzt sieht die Sache schon noch mal deutlich anders aus. Aber es bleibt dabei, ein Unterschied zu der weißen Leinwand ist immer noch, auch glaube ich, für unsere Kameras noch gut sichtbar. Ja, das wird jetzt was weniger insgesamt. Also es wird ja auch schon hier auf dem Blatt schon was dunkler, aber es ist immer noch ein enormer Unterschied. So, und wenn du jetzt wahrscheinlich bei so einem Film, ich könnte mir gut vorstellen, sagst du dir, weißt du was, jetzt vergessen wir mal, dass das Wetter da draußen schön ist. Jetzt gehen wir mal ganz in die Nacht hinein. Jetzt haben wir es mal ganz dunkel gemacht. Ja, und jetzt hast du vom Unterschied natürlich immer noch was erkennbar.
Aber was du nicht mehr hast, unter anderem, ist ja auch zusätzlich keine Reflexion an die Decke und an die Seiten, ne? Genau, die Seitenwände sind halt immer noch weiß und die Decke auch. Mhm. Und letzten Endes ist es halt wirklich so, dass selbst wenn der Raum komplett abgedunkelt ist, ja, man immer noch merkt, dass die weißen Wände, wenn man so ein helles Bild projiziert, immer noch den Kontrast schlecht beeinflusst. Mhm. Das heißt, selbst komplett abgedunkelt ist in einem Wohnzimmer, wo es weiße Wände gibt, mhm, so eine Hochkontrastleinwand eine gute Wahl, weil die Restreflexion immer noch im Raum ist, weil der Projektor macht ja auch Helligkeit, mhm, im Raum. Mhm. Und so war es genau die richtige Entscheidung, da die Delux zu nehmen. Mach mir mal eben den Ton aus. Ich habe Angst, dass mir mein YouTube wieder mal mein Video sperrt, weil die sagen, ey Valerian, da wollen wir, aber geht nicht. So, machen wir mal schon mal Ton aus. Hoffe ich, dass beim Bild bleibt auch. Ich weiß mich jetzt gar nicht mehr, Valerian haben wir, glaube ich, schon mal gezeigt. Das ging, glaube ich, gut. Ich hatte ja mal eine komplette Sperre jetzt gehabt. Mein Infamer war das. Ja, das Janik-Video. Ja, das ging 4 Wochen gut, weil ich habe protestiert und so. Und dann haben sie mir das echt gesperrt. Dann war es weg und jetzt musste ich es rausschneiden. Das heißt, dieser tolle Effekt mit diesem Hören mit drin auf und war so, weg. Der ist jetzt leider nicht mehr da, weil die gute Mein Infamer ist kein Freund davon, dass man auf ihren Film mal eben hingewiesen hat oder auf ihre Blu-ray. Schade. Das war der technische Hintergrund. Ah, okay. Jetzt hast du aber noch eine Besonderheit hier. Du hast ja hier keine maskierbare Leinwand. Das ist auch immer wieder, genau, eine Frage. Graue Leinwand mit Maskierung. Ja, es gibt eine. Das ist die GR Multiformat. Da kann man mittlerweile ein graues Tuch für bekommen. Somit hätte man eine Maskierung und dann entsprechend ein graues Tuch. Genau. Das als Hinweis. GR Multiformat wäre da. Die gibt es mit maximal auch 2,66. Aber du hast jetzt hier eine andere Sache, die wir auch in Videos schon manchmal erwähnt haben, wo wir auch dann schon mal nachgefragt bekommen. Was hast du da eigentlich erzählt? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Zeig doch mal bitte, was machst du? Hier ist die Fernsehung. Also ich sag mal, wenn ich jetzt sitze, schauen wir da mal hin. Letzten Endes, genau, ich habe ja die Leinwand etwas höher hängen, weil natürlich Lowboard und Center drunter sitzen. Absolut. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte klassisch wirklich die untere Ebene so ziemlich auf Bildmitte haben, ja, sage ich halt dementsprechend, ich fahre den Projektor, weil er ja einen motorischen Fokus, Zoom und Bildverschiebung hat, ja, habe ich eine eingespeicherte Position und kann mir den Projektor dann halt bei einem Breitformatfilm und keinem IMAX 16:9 Serie, ja, und ja, Co. Ja. Fahre ich mir den runter. Ja. Und wenn ich sitze, bin ich dann mit Augen, sag ich mal, ziemlich genau auf Bildmitte. Das heißt, du hast nichts anderes gemacht, als das Bild einfach nur nach unten bewegt. Das, genau, ist unter anderem möglich mit den Geräten, die ja Lens Memory, Lens, genau, Shift haben. Natürlich kann ich auch mit jedem anderen Beamer, der kein Lens Memory, das heißt, der das nicht abspeichern kann, das auch machen. Entweder muss ich dann hingehen und muss dann dran drehen oder man hat die Möglichkeit, wenigstens motorisch den nach unten zu bewegen. Genau. Bei JVC ist es unter anderem oder auch Epson ist es und bei manchen Topmodellen von Sony extremst bequem, weil man drückt nur eine Taste und dann wupp fährt er auf die gewünschte Position. Genau das. Gut, und das heißt, du hast das also hier im oberen Bereich, das ist jetzt die doppelte Höhe natürlich von den Balken, die wir sonst oben und unten zur Hälfte hätten. Genau. Es gibt natürlich Anwender, Kunden, die sagen, ja, das ist super, ich möchte mir aber oben das auch nochmal abdunkeln. Dann gibt es schon mal Lösungen, wie dass einer sich ein Rollo gebaut hat, wo da nochmal schwarzer Stoff, genau, reinfährt. Ist ja noch was für die Zukunft, gell? Gibt immer noch viele Möglichkeiten, aber man muss wirklich sagen, alleine halt durch die Hochkontrastleinwand, mhm, ist das schon ziemlich duster. Ziemlich dunkel, weil, ja, natürlich eine weiße Leinwand hat immer so einen Streifen. Ja. Bei der Hochkontrastleinwand fällt das sehr wenig ins Gewicht. Okay. Deswegen ist es bisher auch noch nicht installiert worden. Ja. Und du hast dich für eine Rahmenleinwand entschieden, weil du dir gesagt hast, Fernseher kommt sowieso nicht hin und sonst hat auch hier keiner mitzureden in meinen Räumlichkeiten, also kommt eine Rahmenleinwand rein. Genau, ich habe gesagt, du möchtest das wirklich mit Beleuchtung versehen und Einzug und Zap. Fernseher sollte hier nie hin, ja, war auch bisher nicht nötig. Ja. Und genau das war der Grund, dass ich gesagt habe, du möchtest wirklich das so ein bisschen nach Kino aussehen lassen. Ja. Es soll ruhig nach Kino aussehen, ja, ein bisschen. Und das hat auch funktioniert. Bisher gefiel es. Ja, und die Beleuchtung drumherum ist eine Idee, wo du dir einfach gedacht hast, wenn das Ding aus ist, soll ruhig ein bisschen Licht nochmal in den Bereichen da sein. Ne? Das, genau, hast du ja gemacht dann da. Ne? Genau, das war das auch mit Philips Hue. Okay, genau, super. Philips Hue und Paulmann ist das mittlerweile, ja, gemischt. Ja, ja. Ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt mal, was haben wir denn? Wir haben 13.15 Uhr, wir wecken jetzt mal den Holger auf seinen Mittagsschlaf, den er ja sonst immer regelmäßig hält. Und dann gucken wir mal, ob wir uns den mal per Zoom mal eben mal holen, damit er uns mal ein bisschen was zu deinem Schrank erzählen kannst und nochmal zu der Thematik, was die Akustik angeht. Weil ich habe in der Zwischenzeit gesehen, er hat alle Unterlagen nochmal gerade aus seinem Archiv rausgeholt, was die Messwerte etc. angeht. Genau, so. Und ich habe die ganze Zeit Valerian im Gesicht wahrscheinlich, ne? Ja, sieht wieder lustig aus. Okay, das machen wir jetzt. Machen wir so. So, wir haben den Holger da. Also wir haben gerade gesagt, Holger, ich hoffe, du hattest einen wunderschönen Mittagsschlaf. Es ist 13.25 Uhr mittlerweile und du warst dann spontan für uns da, weil ich habe ja auch einen Mega-Klingelton auf deinem Handy, wie ich weiß. Und jetzt sind wir also hier vor diesem Power Tower, so haben wir das ja schon mal benannt hier. Genau. Das ist also hier in der Besenkammer. Und da hast du vor gut 2,5 Jahren auch sicherlich nicht ganz so schlecht gestaunt, in einem Wohnzimmer diesen Wunsch zu sehen, mit 4 Subwoofern zu arbeiten und deiner Cord. Wie war deine erste Reaktion? Die war nicht überrascht, weil ich es ja schon wusste. Ich hatte ja vorher schon mit dem Tim Kontakt und wir haben dann über die Vorgehensweise und über die Möglichkeiten gesprochen.
Die Technik hatte er mit dem Dennis ja schon soweit alles vereinbart. Und dann war im Prinzip für mich nur offen, den Tim zu besuchen, alles einzumessen, das DBA einzustellen und das Ganze unter akustischen Gesichtspunkten nochmal sich anzuschauen, ob es irgendwo noch Verbesserungspotenzial gibt oder ob wir für ein Wohnzimmer, was ja auch noch wohnlich bleiben soll, alles Mögliche im Rahmen der Dinge ausgelotet haben. Jetzt muss ich mal nochmal fragen, wer ganz genau hingehört hat, hat gehört, dass du von DBA gesprochen hast, Double Bass Array. Das ist etwas, was wir normalerweise eigentlich fast immer nur in klassischen Heimkinos gebaut bekommen. Sehen, warum hier ein DBA? Welcher Vorteil? Er hat vorhin was erwähnt von Frequenzen, die in den Ecken entstehen können, als Störfrequenz, so will ich das mal jetzt bezeichnen, und die dann auch beim Nachbarn sich gut bemerkbar machen, dass es sogar bei dem im Kühlschrank klingeln würde. Das ist ja hier anscheinend nicht der Fall. Das ist wirklich der Grund, mit im DBA zu finden? Ganz genau. Das heißt, ein Double Bass Array funktioniert ja so, dass auf der einen Seite eine ebene Wellenfront erzeugt wird, die mit den hinteren Subwoofern dann zeitverzögert aktiv ausgelöscht wird. Man könnte auch in den Raumecken oder an der Rückwand mit einer dicken Dämmung arbeiten, aber ihr habt das Wohnzimmer ja gesehen, das wäre ja totaler Wahnsinn, wenn man da 40, 50 Zentimeter Dämmung an die Rückwand eines Wohnzimmers machen würde. Und Raummoden haben halt leider, je nach Raum, das Problem, dass sie bis zu 20 dB lauter sind als die anderen Frequenzen. Das heißt, wenn man dann richtig Spaß im Bass beim Film gucken haben will, dann hat man auf einmal Raummoden, die nochmal 20 dB lauter sind. Und die übertragen sich natürlich noch stärker übers Mauerwerk, über irgendwelche Bauteile im Raum, Heizungsrohre, Wasserrohre zu den Nachbarn. So, und wenn man jetzt mit einem Double Bass Array diese Raummoden absenken kann, dann kann man auch auf guter Zimmerlautstärke Filme genießen, ohne dass die Nachbarn nur ein einziges Bassgewummere hören. Okay, dann die nächste Frage, die ich jetzt schon im Kommentarbereich lese. Er hat jetzt hier 4 aktive Subwoofer. Das heißt, wir nutzen also jetzt nicht eine Lösung, wie wir beispielsweise unsere Subwoofer-Bausätze haben, dass es passive sind und das kombiniere ich mit dem Dynacord, sondern du hast die 4 aktiven genommen und nutzt die Dynacord, um da tatsächlich die Opticon zu nutzen. Genau. Warum ist diese Aufteilung jetzt hier? Weil ich kann mich nicht erinnern, dass wir das schon mal hier gezeigt haben. Also die aktiven Subwoofer, wenn ich das noch richtig weiß, Tim kann mich verbessern, waren 2 schon da und 2 wurden erweitert. Und wir haben diese aktiven Subwoofer dann mit einem Mini-DSP an den Channel angeschlossen, um mit dem Mini-DSP einfach diese Entzerrung vorzunehmen. Das heißt, die hinteren sind zeitverzögert, wir haben von den vorderen, hinteren die Pegel angepasst und dann haben wir auch Equalizer gesetzt. Ich habe auch noch die Messungen mir von damals rausgesucht, ich kann die auch mal kurz zeigen. Dann sieht man, machen wir es mal ganz kurz. So, ich denke, das sieht man jetzt sehr gut. Das hier ist die Messung der 4 Subwoofer im Raum. Das heißt, wir hatten hier wirklich eine Mode bei 30, 31 Hertz mit 96 dB und der leiseste Ton im Bassbereich waren 70 dB, also 15 dB weniger. Das heißt, wenn man jetzt alles glatt machen wollte, dann hätte man immer noch die Raummoden. Das Ergebnis hinterher mit den 4 Subwoofern und dem Mini-DSP sah dann so aus. So, das heißt, wir haben hier fast eine ganz glatte Linie und die ganzen Raummoden wurden durch das DBA und durch die Einstellung im Mini-DSP entsprechend abgemildert, sodass eben diese Dröhnfrequenzen, die so stören, nicht mehr vordergründig beim Nachbarn auftreten. Jetzt könnte man sagen, okay, wofür brauchst du dann tatsächlich die Dynacords? Der Tim wollte, dass wir den Klang im Raum nochmal etwas verbessern, dass wir den auch anpassen an seinen persönlichen Geschmack. Das wäre entweder gegangen, indem wir dann mit weiteren Mini-DSPs gearbeitet hätten, entweder ein großes System, 8x8 oder 2, 3 kleine Mini-DSPs, oder aber, dass wir dem Denon zusätzliche Endstufen verschaffen mit den Dynacords, die zum einen dafür sorgen, dass der Denon entlastet wird, dass einfach mehr Power für die Lautsprecher zur Verfügung steht und wir können die DSPs in den Endstufen nutzen, um auch die Frequenzgänge, die Amplitudengänge und die anderen Parameter einfach entsprechend auf den Raum anzupassen. Und das haben wir dann auch in umfangreichen Messungen gemacht. Ich war, ich weiß nicht mehr, 4, 4,5 Stunden beim Tim. Und dann haben wir alle Lautsprecher mit den Dynacords einzeln eingestellt und hinterher natürlich nochmal angehört, wie klingt das Ganze jetzt, wenn man einen Film guckt, nicht nur nach Messungen. Und
Ich glaube, da hatte der Tim nach den ersten Tönen leichtes Grinsen im Gesicht. Ja, leichtes ist gut. Genau, also von daher. Das war schon einiges. Ja. Okay, also halten wir fest, hier ist nichts mit Odyssee und Co. gemacht worden. Wir haben zum einen mal kein echtes Bassproblem, ganz im Gegenteil. Wir haben den bestmöglichen Bass hier aus diesem Wohnzimmer rausgeholt und das sieht immer noch wie ein Wohnzimmer aus. Genau. Dafür aber jetzt die vier Subs im Einsatz mit einem Mini-DSP gelöst und dann die Kombination, dass wir jetzt hier den Denon etwas entlasten, was die Power angeht, als genau. aber auch die individuelleren Einstellmöglichkeiten durch die Dynacords, die wiederum mit einem eigenen DSP dann ausgestattet sind. Dafür ist aber dann Handy schon eine komplette Einmessung notwendig, die dann eben, wie du gerade gesagt hast, 4-4,5 Stunden bei dem Raum jetzt hier notwendig waren. Und bei der ganzen Theorie hat dann die Praxis gezeigt, dass die Theorie schon sehr gut angezeigt hat, dass das Ganze sich gut anhört. Also es hört sich unglaublich gut an. Man hat auch, was Holger gerade sagte, mit den Moden und das DBA, man hört sehr, sehr schön, während wir das eingemessen haben und uns langsam rangetastet haben, was die beste Einstellung für die Verzögerung, für den Frequenzgang ist, hat man gemerkt, wo wir hier saßen. Wir saßen ja genau hier, wo wir jetzt stehen. Wie das Dröhnen immer weniger wurde. Man hat das richtig gehört, wie nebenan hier das Dröhnen mit jeder Messung weniger wurde, bis man halt bei dem perfekten Punkt war, wo man kein Gewummere mehr gehört hat, das wirklich gleichmäßig mit diesem Sweep, den man dann ja in LW macht, durchläuft. Okay, also ich habe ja wieder meine Wunderkopfhörer dabei von Sennheiser Ambeo. Wir gucken mal, wie weit wir ein bisschen was einfangen können, sodass ihr mal einen kleinen Eindruck bekommt. Also legt euch schon mal die Kopfhörer zur Seite, dass wir da gleich mal reinhören und mal schauen, wie wir hier so das Klangbild über meine Kopfhörer euch ein bisschen nach Hause bringen werden. Das werden wir uns dann gleich mal genau anhören. Nochmal was zu deiner Grafik. Du hattest ja leichte Ausschläge noch gehabt, aber du arbeitest auch mit einer anderen Skalierung wie so manch anderer, der dann immer schon so eine schöne, super gerade Linie zeigst, wo du dann denkst, wie hat er das denn hingekriegt? Ist doch richtig, ne? Ist ein kleines Detail, aber muss man berücksichtigen. Genau, also ich kann das gerne noch mal kurz freigeben, damit das auch der geneigte Zuschauer, der EEB nicht kennt, sieht. Hier unten, ganz unten links, sieht man die Skalierung. Das heißt, dieser Graph ist mit 1/6 geglättet. So, das nennt sich hier Smoothing, das ist die Glättung. So, das heißt, würde ich das jetzt machen, wie das oftmals in Zeitungen ist, dann hätten wir 1:1 Glättung. Also wir hätten fast eine gerade Linie. Das sieht natürlich toll aus. Oder ein Halbglättung. So, würden wir die Glättung ganz rausmachen, dann hätten wir eine Berg- und Talfahrt. Das heißt, wir hätten hier einen Haufen an Zacken, die rauf und runter gehen. Das ist aber nicht so, wie wir hören. Deswegen gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt Psychoakustik, das ist eine Glättung, so wie wir auch hören, das ist dem menschlichen Gehör angepasst. Oder aber ich mache das gerne, ich nutze dann ein 1/12, dann wird es noch so aussehen, ein bisschen mehr Berg- und Talfahrt oder 1/6, dann ist es so. Das heißt, man sieht zwar noch leichte Dips nach oben und unten, aber es ist zumindest jetzt so geglättet, dass man damit besser arbeiten kann. Und wenn man jetzt einfach mal den schwarzen Strich als Durchschnitt hier ansieht, bei 80,5 dB, dann sieht man, dass wir noch ungefähr 1 bis 1,5 dB rauf und runter gehen. Also wir haben relativ glatten Frequenzgang. Hierzu noch kurz gesagt, das kann auch schnell langweilig werden. Deswegen kann man auch im unteren Bereich bei 35, 30, 25 Hertz noch eine kleine Spaßkurve reinbringen. Das ist aber mit den DSPs, Mini-DSP oder Dynacord, ohne Probleme möglich. Die kam hinterher auch noch. Okay, auch das haben wir. Also heißt, das ist eine Sache auch von viel Erfahrung, Know-how. Die Technik begleitet einen, um das Ganze besser herauszufinden, schneller herauszufinden und der Rest ist dann Feinabstimmung auf Basis der Daten und auch natürlich reinhören von deinen Lieblingsfilmen, wo du sagst, naja komm, gib noch ein bisschen was, die Nachbarn kriegen sowieso nichts mit, dann habe ich da noch ein bisschen mehr Spaß. Genau so war's. Ja, das ist doch super, mein Lieber. Zu den Grafen noch ganz kurz, das war ja das, was du gefragt hast. Also wer in Videos oder auf Facebook immer wieder irgendwelche Messgrafen sieht, sollte immer unten auf die Skalierung achten, beziehungsweise auf das Smoothing, auf die Glättung. Ihr seht, über den Grad der Glättung kann ich Kurven auch schnell schön oder hässlich darstellen. Also immer darauf achten, mit welcher Glättung die Graphen gerade angezeigt werden. Gut, damit wir auch einen einheitlichen Vergleich haben. Die Basis ist immer die gleichen Skalierungsbasiswerte, also diese Glättungswerte zu haben, weil sonst ist das nicht sehr viel aussagekräftig. Okay, verstanden. Ja. Haben wir das auch nochmal rausgehauen? Okay, mein Lieber, das war es dann von meiner Seite. Fällt dir sonst noch was ein? Nö, wahrscheinlich nicht mehr. Also du hast das Gute noch gut in Erinnerung und er ist seit 2 Jahren hier glücklich. Und hat sich danach nicht mehr bei uns gemeldet, außer gesagt hat, ich möchte gerne mal euch mein Kino vorstellen, was wir jetzt in diesen Minuten gerade durchführen. Genau. Das ist natürlich das Ärgernis dabei, wenn alles mal fertig ist, dann ist der Kunde letztendlich weg. Vielleicht sollten wir ein paar Fehler einbauen. Das ist auch eine Variante. Nein, wir machen einen Wartungsvertrag.
auch eine gute Idee. Ja, ja, der Wartungsvertrag. Und wie gesagt, nochmal, ich werde jetzt demnächst nach Brüssel fahren und sagen, liebe Leute hier, EU, macht mal eine neue Verordnung. Ihr habt schon so viele Verordnungen gemacht, jetzt macht mal diese hier. A, wollen wir, dass die Leute mindestens 100 Zoll Fernseher zu Hause haben und B, 4 Subwoofer, damit der Nachbar Ruhe hat und der Kunde ist happy. Ich wollte gerade sagen, genau das ist es. Nochmal vielen Dank an dich, Holger, für die großartige Arbeit. Das macht richtig viel Spaß seit 2 Jahren, genauso soll es sein. Vielleicht eine Sache noch anhand der Messungen. Der Tim hatte ja viel schon im Vorfeld akustisch gemacht, an den Seiten, an der Decke und so weiter. Und in den Messungen ist halt herausgekommen, dass die Rückwand noch ein bisschen störend ist. Und da hat der Tim ja auch noch diese schönen Bilder dann im Nachgang gemacht. Also man konnte auch anhand der Messungen noch sehen, dass noch ein bisschen Optimierungspotenzial da ist. Und das haben wir dann natürlich auch genutzt. Genau. Alles klar. So, das soll es gewesen sein. Ich sage vielen, vielen Dank. Kannst dich wieder hinlegen. Bis dann. Ciao. Ciao, Holger. So, jetzt haben wir also die Möglichkeit, mal in seinem Raum hier die Akustik, ich versuche es so gut wie möglich, Ohren war wieder schön geputzt heute Morgen, mit meinen kleinen Ambeo Sennheiser Kopfhörersystem mit eingebauten Mikrofonen so ein bisschen einzufangen. Wir nehmen uns jetzt mal eine Szene aus dem Film Oblivion, das ist die berühmte Szene in der kaputten Bibliothek, wo der Gute da auf die vermeintlich Außerirdischen stößt und ja, das ist eigentlich eine sehr schöne Sache mit einem sehr tollen Raum, mit einem gewissen Hall da drin, man kriegt wirklich die Räumlichkeit sehr gut dargestellt. Im Original ist es eine 7.1 Spur, die wir jetzt hier haben, nutzen die aber jetzt mit 5 Lautsprechern ja unten, was ja überhaupt kein Problem ist von der Umrechnung her, und dann würden wir aber auch gleich mal umschalten auf Auromatik, weil das ist eine Sache, die du hier gerne mit Auromatik hörst, und ich, wie gesagt, versuche euch das mal wieder mit meinen Kopfhörern rüberzubringen. Ihr müsst natürlich in dem Fall jetzt auch Kopfhörer aufziehen, denn das soll ja das Ganze dann wird es erst, sagen wir, ein Schuh draus. Und ja, dann würde ich sagen, lass uns einfach mal probieren, legen wir mal los. Alles Machen läuft wir. Hier, geklatscht ist war schon, jetzt sehen wir, dass das Ganze ziemlich duster hier bei dir ist und das an einem Mittag, am Nachmittag muss hell werden. Ja, dann mach doch mal bitte Licht an. Ja, nicht schlecht, mein Specht. Hey, also die Nachbarn kriegen nichts mit? Nicht, also ich sag mal, bei der Lautstärke ein bisschen, aber nicht so, dass sie sich beschwert hätten bisher. Also das war schon cool und ich bin positiv überrascht, wie gut von hinten das Ganze um dich herum doch kommt, obwohl die Lautsprecher gar nicht in die Richtung vom Bild her auf dich ausgerichtet sind. Genau, obwohl sie noch nicht perfekt ausgerichtet sind durch DSP und Co. und die Bändchenhochtöner, ist das immer noch sehr umhüllend, muss man sagen. Ja. Und was du sehr gut eingestellt hast, muss ich sagen, ist der iBeam.
Also ja, der kommt, ja absolut, weil das bei dieser Szene, wo dieser wirklich tiefe Wum, Ton kommt, das geht so schön langsam, geht das hier hoch. Das ist immer eine Besonderheit, die der eben kann, aber dafür muss er richtig eingestellt sein. Und das macht er sehr angenehm. Also es passt sehr sauber mit dem Bass an sich zusammen. Genau, es muss schön synchron laufen. Genau, synchron ist es und es ist nicht nervig, weil das überlagert nachher, dass du hier den was und denkst, was passiert denn da? Da passiert ja eigentlich gar nicht so viel. Ne? Nee, das mag ich auch nicht. Überhaupt nicht. Das mag ich auch nicht. Also gar nicht der Fall. Also ich hoffe mal, ihr konntet jetzt über diese Aufnahme ein wenig von der Akustik mitbekommen. Überlegt mal, wir sind in einem Wohnzimmer, wir haben hier eine Opticon mit einem Denon. Klar, wir haben eine Dynacords hier, das ist schon ein bisschen was Besonderes jetzt hier, was diese Technik in der Zusammenarbeit angeht. 4 Subwoofer, sehr, sehr angenehm vom Klang her. Ich habe das Ding ja nun wirklich 1000 Mal schon gehört, diese Aufnahme hier. Also wirklich sehr angenehm und wir haben einen minimal behandelten Raum, aber an den richtigen Stellen. Abstand ist 3 Meter und ein paar gequetscht, hast du, glaube ich, gesagt. Ja, genau, so 3,5 Meter. 2,66, wunderbar, tolles Kino-Ding. Und du siehst auch jetzt bei dem dunklen Raum eigentlich gar nicht mehr da oben, dass da noch ein Streifen wäre. Genau das meine ich. Wie du das genau schon gesagt hast, über die Kamera kann man das bedingt drüber bekommen. Richtig. Dass das also hier wirklich echt duster ist in dem Bereich. Ich würde sagen, alle Mann haben einen guten Job gemacht. Und ich merke ja an deiner Begeisterung, dir fehlt es ja an nichts hier. Ja, merke das bestimmt nicht. Also, nee, ist so, ne? Das ist, ich muss wirklich sagen, wenn ich mich hier hinsetze und am Wochenende einen richtigen Film genieße, ist das, man hat förmlich das Gefühl, es lässt sich schwer beschreiben, man will hinterher aufstehen und klatschen. Weil das ist einfach, man ist irgendwie so dabei, man wird weggeführt, man hat richtig, sag ich mal, so ein Gefühl, dabei gewesen zu sein. Und wenn man dann hinterher aufsteht, denkt man sich, wie bin ich jetzt so schnell ins Wohnzimmer zurückgekommen? Ja, das ist schön. Also das ist der Satz, den ich ja nun auch in den letzten Monaten jetzt gerade, wenn Corona und der ganze Scheiß, der da draußen ist, so stattfindet, dass die Leute sagen, boah, ich tauche jetzt mal eine andere Welt ein und bin da mal so richtig drin, muss nicht vor die Haustür gehen, lade zu noch ein paar Freunde ein, zur Not ist gut, lade gerne ein paar Freunde ein oder Freundinnen, wie auch immer wir das nennen wollen. Ja, und dann haben wir gemeinsam Spaß und haben einen schönen Abend oder einen schönen Nachmittag. Ja, genau das. Ja, so muss es sein, mein Lieber. Alles richtig gemacht. Ich sag vielen Dank, dass du auch so hartnäckig warst, dass wir hier einen gemeinsamen Termin gefunden haben. Ja, vielen Dank für Kost und Logis, vielen Dank für den freundlichen Empfang. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Ihr habt einen guten Eindruck von der Thematik bekommen, Wohnzimmer und Heimkino, wie kann man das miteinander integrieren? Ich weiß, dass immer wieder Fragen kommen, wie kann man das Wohnzimmer nutzen? Und mir ist auch bekannt, dass die Mehrzahl all unserer Zuschauer oder derer, die sich für das Thema interessieren, das Wohnzimmer nutzen, um dort eben einen Spaß zu haben, der da heißt Heimkino. Und das, denke ich mal, ist doch wieder ein schönes Beispiel in unserer Bandbreite von Kinos, die wir in der Vergangenheit und auch in Zukunft hier präsentieren werden. Das stimmt. So, das ist jetzt aber auch hier noch gesagt. Es würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet, wenn wir hier weiter auf die, was geht das jetzt, 70.000 zu. Ich habe dir natürlich auch ein bisschen was mitgebracht für die kalten Tage. Was habt ihr hier, Gasheizung oder habt ihr hier? Wir haben hier Gasheizung. Ja gut, also dann hast du schon mal eine Grubidecke. Ja, sehr wir gut. Haben noch eine Menge Grubidecken, weil Holz gibt es ja auch nicht mehr für zu Hause draußen und was nicht alles. Das heißt also, Grubidecken sind auch eine Alternative zum Wärmen. Ich wollte sagen, es werden die werblichen Gäste sehr zu schätzen wissen, noch mal für eine Decke. Mir wird auch kalt. Also ich nehme die auch. Also ich nehme nur für die Mädels. Ich werde die auch nehmen. Ja, okay, alles klar. Also ich habe es verstanden. Die weiblichen Gäste würden sich jetzt hier noch wohler fühlen. Dann hast du für den weiblichen Gast auch die Grubine-Taste natürlich und das alles. Natürlich. Ne? Ich denke mal, das hast du auch schon da. Und dann habe ich dir hier, die hast du, glaube ich, noch nicht. Du hast einiges an Pur Audios. Du hörst wirklich viel gerne und Musik. Ich höre viel gerne Musik. Auch die neue Eric Clapton ist sehr zu empfehlen, die es bei euch im Shop gibt. Ja. Aber da bin ich auch immer gerne dabei. Also Konzertmusik bin ich immer so. Rodriguez Junior hast du aber noch nicht. Nee. Das ist so ein bisschen Dance. Das ist ein geiles Video bei mit irgendwie 2 Mädels, die da draußen im Wald, glaube ich, Yoga und Co. machen. Aber da kann man gerne zugucken. Die Musik dazu ist richtig toll. Haben wir auf der High-End unter anderem gezeigt. War eine große Begeisterung. Ersten Tag hatte der Christoph Diekmann alle verkauft, die er dabei hatte. Ja, das ist doch mal ein Wort. Rodriguez Junior gab es bis dato nur im Stream. Viel, viel besser auf der Scheibe. Pur Audio bei uns verfügbar. Ja, sehr, sehr, sehr gerne. Mein Lieber. Sehr, sehr hast gerne. Du noch. Und da du ja gesagt hast, dass deine Freunde, Kumpels und alle kommen, ne, dann gibt es noch eine Flasche Bier. Hast du noch von uns geöffnet? Die ist immer dabei. Das ist immer genau das Go-To-Mittel. Nochmal an der Stelle danke an jeden, der mir hier so geholfen hat und alles umgesetzt hat. Also meine Eltern, die ganzen Leute, Wolfgang natürlich, also all die hier geholfen haben, das war wirklich ein Projekt ohne Ende und wirklich ohne die hätte ich das nicht geschafft. Na, das ist doch mal was. Noch zum Abschluss ein wunderschöner Gruß an alle Freunde und Bekannte. Genau. Und so soll es sein. Es soll verbinden, das Thema Heimkino und Spaß für uns alle machen. Das war's dann. Wie gesagt, wäre toll, wenn ihr es abonniert und wir sehen uns und hören uns in den nächsten Tagen weiter mit vielen, vielen weiteren Videos. Bis dann. Dir. Danke auch. Ciao, ciao. Okay, läuft, ne? Okay, das läuft auch. Dann bitte einmal klatschen. Soll ich es machen? Mach du. Ja. Achso, kann man hier machen, ne? Kannst du hier machen.
Weil da ist die Kamera nämlich. Ich hoffe, das reicht dir als Nee, das war nix. Mach nochmal. Soll ich was machen? Also richtig mal. Wow, der war gut, aber jetzt habe ich da reingequatscht. Mach nochmal. Der war nicht gut. Nee. Immer beim zweiten Anlauf. Perfekter Klatsch. Immer beim zweiten. Deine Eltern werden übrigens sagen, du kannst mehr als nur Standbilder, ne? Ja, das wäre so. Das schon ziemlich cool. Ich hoffe, dass sie das sagen. Ich gebe mir ja immer Mühe. Ja, doch. Also der